Der Missbrauchsfall Lüchte bewegt die Nation. Das Thema hat extremes Potenzial, um hier in diesem Land dramatisch etwas zu verbessern und um diversen Finsterlingen auf die Spur zu kommen. Man merkt auch in den Kommentarsektionen der Massenmedien, dass die Leute dann doch sich noch gemerkt hatten, wie das damals war bei ganz anderen Fällen noch, wie Marc Dutroux oder wie bei vielleicht dem Franklin Case und so. Und wir hatten jetzt ja auch die neueste Staffel gesehen von der Unterhaltungssendung True Detective. Und in der dritten Staffel von True Detective, eine der beliebtesten Sendungen auf der Welt, da geht es dann auch um möglichen Missbrauch. Und dann werden dann sehr, sehr einflussreiche Kreise angesprochen. Und man zeigt dann eine alte Schlagzeile, die wirklich mal gab, ja, wo dann wichtige Republikaner ins Blickfeld gerieten von Ermittlungen. Der Franklin Omaha Nebraska Case wird angesprochen. Also es ist dann noch einiges hängen geblieben bei den Leuten und da kann man definitiv ansetzen. Aber man muss das unbedingt auf eine ganz, ganz professionelle Art und Weise tun, weil bei den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wenn es um Fälle ging, da wurden so viele böse Fehler gemacht und es gab auch andere Möglichkeiten, viel zu lernen, verpasste Chancen und so weiter. Und da müssen wir halt eben dann immer mehr und mehr Qualität draufpacken, weil ansonsten ist so ein Fall wie Lüchte auch wieder schnell vergessen und dann kommt der nächste Fall und wird vergessen und so weiter und da bewegt sich da nichts vorwärts. Und es geht jetzt nicht nur um irgendwelche hochelitären Kreise, die da verwickelt sind in Kindesmissbrauch, sondern es geht auch um generell einen Prozentsatz in der gewöhnlichen Bevölkerung, die pädophile Straftäter sind, das ganze Land destabilisieren und eben dann laut einer Studie im Schnitt bis zu 70, 80 Kinder in ihrer Pädokarriere da missbrauchen. Das heißt, es zersetzt unser Land und es führt halt eben dann dazu, dass diese Pädos und also pädophile Straftäter und dass dann die restliche Bevölkerung, dass die sich komplett feindselig gegenüberstehen. Und das Establishment scheint diesen Gegensatz auszunutzen. Ja? Das heißt, Pädos landen dann eben in der Politik oder in irgendwelchen anderen Positionen. Also es wurde viel falsch gemacht von Medien in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Nicht nur Massenmedien natürlich, die ja einer heftigen Kontrolle unterliegen, sondern auch alternative Medien, unabhängige Medien. Ich habe dann in meinen letzten zwei Büchern dann nochmal diese Themen aufgerollt und zwar anders, als es üblicherweise gemacht wurde in den alternativen Medien. Manche haben so ein bisschen was im Netz gesehen und glauben, sie wissen schon alles und können jeden Fall irgendwie damit lösen. Dem ist nicht so. Also da muss man immer wieder mehrfach Literatur wälzen und noch professioneller rangehen. Und ich habe dann einige Mythen und Märchen halt eben dann aussortiert oder halt dann ergründet, wie schwierig es ist, halt gewisse Aussagen zu verwerten, wenn also dann zum Beispiel hier dann Erwachsene dann da sind, die eine ganz, ganz schwere Persönlichkeitsstörung haben, psychische Störung haben und die berichten dann von, geben dann zu Protokoll, also auch der Polizei häufig, abenteuerliche Missbrauchsgeschichten und diese Aussagen sind meistens nicht verwertbar von der Polizei und wenn man da professionell rangeht, dann stellt man eben dann fest, dass bei solchen betroffenen Personen mit dieser Störung, dass halt höchstwahrscheinlich wirklich heftiger Missbrauch stattfand in der Kindheit. Nur wie dieser Missbrauch aussieht, das wissen wir nicht. Und das wissen auch die Betroffenen selber oftmals nicht so richtig. Und bei den Betroffenen mit dieser schweren Persönlichkeitsstörung, die ich dann auch genauer erkläre, da vermischen sich teilweise Reales mit Fantasie, dann vermischen sich Sachen drin, die sie woanders gelesen haben, über andere Betroffene. Dinge, die dann mit eingeflossen sind aus irgendwelchen Filmen und so weiter, Film, Fernsehen. Und dann hatten wir auch angebliche Whistleblower in den letzten Jahrzehnten in den alternativen Medien, also angebliche Whistleblower, die halt irgendwie sich total auskennen mit elitären Kreisen und mit Missbrauchsnetzwerken und so weiter und so fort. Und immer wieder stellten sich diese Whistleblower, diese vermeintlichen Experten als totale Hochstapler raus, die dann kaum was anderes gemacht hatten, als einfach dann irgendwelche Sachen sich zusammengereimt aus irgendwelchen Filmen, die sie gesehen haben aus Hollywood und konstruieren daraus dann ihre Geschichte. Und dann finden sie irgendwelche Frauen, die diese schwere Persönlichkeitsstörung haben, die wahrscheinlich Missbrauch erlebt haben. Die Frage ist, wie der aussah. Und dann betätigen sich diese
Hochstapler, manchmal auch so halbe Hochstapler, betätigen sich dann irgendwie als vermeintlich Experten für die Deprogrammierung von irgendwelchen Opfern und machen einen Haufen Hypnose und da kommen halt dann Aussagen dabei raus oder halt Erkenntnisse dabei raus, die nicht verwertbar sind. Und wir sehen halt häufig dann, dass die, also das fließt dann ein in Bücher oder es floss ein in Bücher und das wurde dann irgendwann abgekupfert fürs Internet und dann irgendwann landeten diese Informationen und Falschinformationen dann, also bewegten sich von diesen Textmeldungen irgendwann in YouTube-Videos und dann gibt es halt immer eine neue Generation von YouTubern und jeder will jetzt so ein Experte sein. Ja, und wiederholen immer nur den alten Krempel, den sie im Netz gesehen haben, weil ihre ganze Bildung irgendwie nur aus dem Internet besteht, obwohl halt die richtige Bildung nur in Fachliteratur zu finden ist. Und man kann damit eine Karriere machen. Also es gab einige Leute, die dann Bestseller-Autoren wurden und haben dann völlig falsche Bücher, also Bücher mit völligen falschen Informationen drin veröffentlicht. Irgendwelche Frauen, die dann mit Hypnose und so weiter, mit einer Persönlichkeitsstörung, die dann entsprechend bearbeitet wurden und machen dann die abenteuerlichsten Aussagen. Und es ist meistens immer das Gleiche. Diese Frauen sagen dann meistens, sie seien missbraucht worden von den absoluten prominenten Politikern und den höchsten Generälen und Verteidigungsministern und dem bekanntesten Hochadel, also immer Prominente. Ja? Du findest eigentlich fast niemanden, der einfach nur erzählt, ja, der Missbrauch fand statt durch niedrigere Offiziere und unbekannte Beamte und irgendwelche. Also es muss immer eine ganz, ganz hochtrabende Geschichte sein, die völlig unrealistisch ist und manchmal gibt es dann auch Geschichten, wo dann nicht unbedingt so viele Prominente dann angesprochen werden als vermeintliche Täter, aber es hat dann doch immer irgendwie irgendeinen kinohaften Charakter. Also der Missbrauch hätte dann angeblich stattgefunden in der Wewelsburg oder irgendwas, was bekannt ist und prominent ist. Dann gab es ja dann diesen Hochstapler-Autor Fritz Springmeier, also nicht nur mit seinem Blödsinnsbuch, die 13 Familien da, Illuminati, die angeblich die Welt regieren. Der Typ hatte keine Ahnung, wer die Welt regiert. Und das merkt man im Buch inzwischen noch viel, viel deutlicher und hat sich das halt einfach aus den Fingern gesogen und hat das irgendwo eingeflüstert bekommen, aber es ist halt nichts dahinter. Und dieser Hochstapler Fritz Springmeier, einer der schwersten Einflüsse für die moderne Verschwörungsliteratur oder Medien leider, dieser Springmeier hatte dann dieses Fake-Buch dann veröffentlicht über gehirngewaschene Kindersexsklaven, die Programmierung. Und da hat er einfach ein paar öffentlich bekannte Informationen zu MK-Ultra mit viel Fantasie weitergesponnen, hat er noch die Aussagen verwertet, auch von so einer Frau mit einer schweren Persönlichkeitsstörung Aussagen, die du einfach nicht verwerten kannst. Und hat dann so ein Brei draus gekocht und hat dann auch alle möglichen prominenten Leute benannt und alles, was dann irgendwie, was man da reinverwursten konnte, wurde reinverwurstet. Und alles, was in dem Buch abweicht von den öffentlich bekannten paar Fakten über MK-Ultra, alles, was davon abweicht, ist unbewiesen, unbelegbar oder nachweislich fake. Ein Haufen Fantasie. Und trotzdem wurde dann dieses Zeug wiederholt, wiederholt, wiederholt von anderen Büchern, weitergesponnen und dann gab es immer wieder neue Leute, die dann das gelesen haben und die dann auch behaupteten, sie seien Mind-Control-Sex-Opfer gewesen und als Kinder und sie hätten dann eben die größten Prominenten da irgendwie gesehen und diese bekanntesten Figuren aus Politik und so seien dann die Missbraucher gewesen und es ist dann immer der gleiche Käse, der sich dann fortsetzt und das kostet die ganze Glaubwürdigkeit und das ruiniert die ganze Glaubwürdigkeit und das hat dann eben auch schon Einfluss gefunden, leider in Polizeiermittlungen, in Polizeiliteratur. Also gibt es wirklich so viele gute Polizisten da draußen und in den USA und Special Detectives und FBI und so Sonderkommissionen. Und die bemühen sich, die wollen rausfinden, wie tief gehen diese Verschwörungen und wie organisiert sind diese Verschwörer und auch der okkulte Aspekt, der dann häufig mit reinfließt. Aber dann, und die sind auch wirklich offen, also Polizeikreise und so weiter, Ermittler, die sind da wirklich offen für neue Informationen, aber wir haben es ja gesehen, ich habe das in meinem Buch dann auch genau geschildert, mit Quellen und allem drum und dran. Da kamen dann die Hochstapler und haben dann nicht nur einen Haufen Bücher verkauft an irgendwelche wohlmeinenden Bürger, besorgten Bürger, ja, und das kannst du in Amerika dann auch viel leichter machen als hier,
Vor allem, wenn das dann mit genügend pro-christlichen Slogans passiert, ja, du findest dann ein Publikum und du verkaufst denen die Bücher, ohne dass denen dem Publikum halt erzählt wird, dass diese Bücher so falsch sind und so fehlerhaft sind, dass es halt der Sache nicht dienlich ist, dass es halt eher den Tätern fast schon nützt, ja, wenn man halt eben so einen Case erzählt. Und dann haben wir wirklich gesehen in reale Fälle. Also mit verschiedenen, Kindereinrichtungen in Militärbasen und andere Kindereinrichtungen in den USA, wo dann so Missbrauchsskandale kamen, da haben sich dann wirklich dann in die Ermittlungen oder in dieses Prozedere, was ja auch in der Öffentlichkeit teils ablief, da haben sich dann die Hochstapler eingeschaltet und haben dann einen Haufen Chaos gestiftet. Und bei manchen musste ich wirklich fragen, waren das V-Personen, waren das Leute, die wirklich im Auftrag von irgendjemandem Falschinformationen, Desinformationen verbreitet hatten. Ja, und das ist ganz schwierig zu 100%ig festzunageln, aber man muss das zumindest im Hinterkopf behalten. Ja, es nützt nichts, wenn jeder den anderen irgendwie einen Agenten schimpft, ja, aber man muss halt professionell schauen, was hier wirklich passiert ist. Also reale Fälle, die vielleicht noch viel mehr zutage gefördert hätten, ja, wo man wirklich richtige, heftige Verurteilungen hätte erwirken können und man hätte dann weiterforschen können und von einem hangelt man sich dann, einem Täter hangelt man sich zum nächsten. Da gab es so viele geniale Chancen und diese Chancen wurden oftmals ruiniert durch Hochstapler. Also Hochstapler, scheinbare Experten für organisierten Kindesmissbrauch und Okkultismus, Fake-Experten, die dann einen Haufen Geld kassierten und haben dann einen Haufen nutzloser Aussagen aus den Kindern rausgepresst. Abenteuerliche Aussagen, die dann mehr oder minder dann den Strafprozess ruinierten. Und dann mussten dann die Täter freigesprochen werden. Es hieß dann, aus mehr oder minder technischen verfahrenstechnischen Gründen, man kann nicht exakt nachweisen, wer was gemacht hat. Es gab Missbrauch, aber wir wissen nicht exakt, wer wie und so viel Chaos in dem Fall. Es müssen Freisprüche her, leider. Und dann hast du halt eben den Case. Und dann hatten sich ja die Massenmedien bei vergangenen Fällen in Amerika oder generell auf der Welt, erstmal beteiligt an diesem Hype und haben dann auch Falschinformationen und so weiter verbreitet und haben erstmal gesagt, oh, hinter jeder Ecke ist ein Satanist und so weiter. Und dann, als sich dann die Falschinformationen, als die Falschinformation entlarvt wurde, dann kamen die Massenmedien mit dem umgekehrten Hype und sagten dann, das war alles eine Satanic Panic, das war nur eine Massenhysterie und wir Reporter haben uns da irgendwie auch einfangen lassen und es ist so ein bisschen auf dem Niveau abgelaufen wie eine Hexenjagd in so mittelalterlichen Dörfern, ja, oh, wir waren alle blöd und vor allem die Leute da draußen seien so blöd und wir hätten da überall Gespenster gesehen und so und hätten dann irgendwie seinen weit übers Ziel hinausgeschossen, ja, und bis heute heißt es dann immer nur noch, ah ja, Satanic Panic, Satanic Panic. Also es wurde viel falsch gemacht von alternativen Medien und es ist einfach nur konstruktiv, das aufzuarbeiten und dann eben einen immer besseren Job zu machen in der Zukunft. Vor allem jetzt, wenn halt hier so ein Fall in Deutschland passiert, wie in Lüchte mit diesem Campingplatz und zig Opfern und es ging über Jahre hinweg und gab viele Vorwarnungen und warum haben die Behörden da nichts gemacht und so. Also ohne Professionalität kriegst du keine Täter gefasst, angeklagt, verurteilt. Also Pizzagate war ein Desaster, ein journalistisches Desaster. In den USA, Pizzagate, es gab so ein paar interessante Dinge und kleine Hinweise und so, aber noch viel zu wenig Konkretes, sondern wurde halt alles aufgeblasen zu so einer Scheinsensation und und dann ging noch so ein Typ bewaffnet in dieses Pizza-Restaurant und dachte dann, er findet da irgendwelche gefangenen Kinder und kann die dann befreien und ist dann der große Held und so und also ein absolutes, komplettes Desaster. Und dann hatte ich mal so einen Ausschnitt veröffentlicht, wo ich dann so ein Buchkapitel behandelt hatte von mir, wo ich dann gesagt habe, es gibt so viel Desinformation über Kindesmissbrauch, organisierte Ringe und Okkultismus und so. Und dann kommentiert jemand drunter, das Video von Alex Benisch ist total Desinformation und das ist furchtbar und furchtbar und furchtbar. Und da habe ich dann irgendwie zurückgefragt, oder vielleicht habe ich das noch gar nicht zurückgeantwortet, also wollte dann sagen, ja, wo denkst du, haben die alternativen Medien einen super Job gemacht in den vergangenen Jahren? Ja, es nützt dir nichts, einfach so nachzuplappern, was irgendwelche YouTuber erzählen, die eh keine Ahnung haben und dann in irgendeinem so einen Fake-Hype generieren. Und dann werden eh alle Leute dann gelöscht auf YouTube und so und keiner von den YouTubern hat irgendwie eigene Strukturen, sind dann völlig abhängig von YouTube und so.
Also reale Fälle, reale juristische Fälle wurden in der Vergangenheit sabotiert, wissentlich, bewusst und unbewusst sabotiert durch schlechte alternative Medien. Und jetzt haben wir also dann diesen Fall Lüchte. Schreibt sich Lüchte. Ich gucke eigentlich fast nie Fernsehen, ich lese immer nur, deswegen spreche ich manchmal Namen, irgendwie betone ich Namen falsch oder sowas, aber ich habe mir auch ein bisschen Video angeguckt, aber hauptsächlich lese ich. Also Campingplatz, jahrelanger Missbrauch, mehrere Tatverdächtige. Es wird ermittelt gegen Polizisten und Leute im Jugendamt wegen Strafvereitelung. Die Behörden, die Massenmedien sagen, ja, die Behörden waren halt unterbesetzt und es war eine Verkettung von Versagen und so. Und es gab da keine, irgendwie, es hätte keine Verschwörung gegeben in den Behörden. Die Bevölkerung ist misstrauisch, die betroffenen Eltern sind misstrauisch. Die denken sich dann, so geschlammt haben, kann man doch nicht einfach so. Gibt es da eine größere Verschwörung? Und dann war dieser Vater in, dieser eine betroffene oder teils betroffene Vater war dann auf Stern TV kürzlich, zusammen mit dieser Kriminalpsychologin Lydia Bennecke. Ich habe ihr Buch gelesen, irgendwie, ist eine Weile her, Dunkelkammer des Bösen oder so ähnlich, und sie sagt dann irgendwie auch, dass sie selber so ein bisschen so ein Psycho ist und ein bisschen so ein Psycho ist, und sie kann sich dann, also sie kann dann forschen mit ihrem Forschungspartner und kann sich dann irgendwelche krassen Videos angucken, ja, aus irgendwelchen Kriminalfällen, wo die meisten Polizisten das Kotzen kriegen, und sie und ihr Forschungspartner, so habe ich das in Erinnerung, die Schilderung, sie und ihr Forschungspartner, die können sich das angucken und machen dann noch so ein paar Witzchen drüber. Ich meine, Psychopathie ist ein Spektrum oder andere Persönlichkeiten, das ist ein Spektrum. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie böse ist oder böse Absichten hat, sondern es braucht schon bestimmte Arten von Leuten, um bestimmtes Material zu sichten und auszuwerten und zu forschen. Ja, aber Lydia Bennecke, ich habe auch das Buch von ihrem Mann gelesen. Der ist ja eher der Forensiker. Und dann, also Lydia Bennecke war dann in Stern TV und gibt halt so ihre Fachmeinung dann zum Besten. Und dann hatten sie noch diesen einen Vater. Ja? Und dann Lydia rattert halt so die wichtigen Punkte runter. Sie wird halt gefragt, ja, wie ist das so? Und sie rattert die Punkte runter. Und dann der eigentliche Amateur, dieser Vater, der also keine Ausbildung hat in Psychopathologie und fucking Serienkillern und so ein Scheiß, ja. Der eigentliche Amateur hier, der Vater, sagt dann, er hat 10 Minuten gebraucht, um den Hauptverdächtigen zu durchschauen. 10 Minuten hat er gebraucht. Sofort hast du gemerkt, mit dem stimmt überhaupt was nicht und der ist nicht normal und der ist wahrscheinlich ein Pädo, meint irgendwie der Vater, und dann wollte ihm niemand glauben von den anderen Eltern, und er hat noch so geschildert, dass dieser Tatverdächtige halt so versessen drauf war, die Kinder zu betreuen. Und dann gesagt, ah, du bist doch ein alleinerziehender Vater und hey, ich nehme dir die Kinder ab und wir haben Ponys und wir haben Quads und all die lustigen Sachen für die Kinder. Und dann der Vater bekam dann irgendwie den Eindruck, der will so dringend diese Kinder haben. Gib mir die Kinder. 10 Minuten hat der Vater gebraucht, um zu sagen, mit dir stimmt was nicht, ich traue dir nicht. Und ich meine, so muss die gesamte Bevölkerung eigentlich drauf sein. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwelche konkreten falschen Anschuldigungen ständig macht. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie versucht, jeden, der da rumläuft, da draußen zu diagnostizieren in dem medizinischen Sinne. Nein, es geht darum, dass die Menschen da draußen zumindest sich genug bilden in den Grundlagen, dass sie halt Warnzeichen erkennen, dass sie halt informierte Entscheidungen treffen und Risiko minimieren für sich und ihre Angehörigen. Das heißt, wir brauchen nicht alle einen Universitätsabschluss machen in Ermittlungsmethoden oder in Psychopathologie oder sowas. Nö, es reicht halt einfach, wenn du dir so ein Grundwissen aneignest und du einfach dann dein Risiko minimierst, und wenn du sagen kannst, okay, die Person da ist mir suspekt, oder wenn du zumindest in der Lage bist festzustellen, naja, diese Person gibt sich recht nett, aber das langt doch nicht, um dem einfach so zu trauen. Ja, Leute einzuschätzen ist die wichtigste Fähigkeit, und wir müssen dabei nicht perfekt sein.
Ja, wir müssen aber halt so gut sein, wie wir nur können, so gut wie möglich. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns aufführen wie im Mittelalter, wo wir dann irgendwie denken, jeder, der ein bisschen anders ist, ist suspekt und wir machen jetzt immer die nächste Hexenjagd. Nein, Fachliteratur, populärwissenschaftliche Literatur, die einfach zu lesen ist, die dir erklärt, was Sache ist, das brauchen wir. Und dann können wir als Bevölkerung, dann haben wir alle zusammen, haben wir dann Kapazitäten, die niemand anderes bezwingen kann. Also wir entwickeln dann als Bevölkerung nachrichtendienstliche, geheimdienstliche Fähigkeiten, auch so ein bisschen ins Polizeiliche hineinreichende Fähigkeiten, Sicherheitsfähigkeiten, auch geopolitische Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, die Bürger müssen ihre Fähigkeiten erweitern und dann sind wir unschlagbar. Weil kein Pädonetz ist groß genug, um dagegen anzukommen. Kein Geheimdienst auf der Welt ist groß genug, um dagegen anzukommen. Geheimdienste sind meistens relativ klein, haben wenig Personal, sind untereinander abgeschottet. Geheimdienste sind angewiesen auf diese strikte Informationstrennung und dass jeder einen anderen Fachbereich hat und von einem anderen Fachbereich keine Ahnung hat. Und oftmals haben Geheimdienste nur tausende Mitarbeiter oder wenige 10.000 und das war's dann. Und die Bevölkerung hat hunderttausende Leute, Millionen Leute und 10 Millionen Leute und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt halt einfach hier so ein, wie es halt eben fast alle anderen YouTuber machen oder so, ich könnte jetzt einfach hier so ein 10-Minuten-Video oder 15-Minuten-Video runterrotzen. Ja, für halt einfach so ein Video hinrotzen, für das man sich keine Mühe gegeben hat und einfach irgendwie so ein paar bisschen Spekulationen ins Blaue hineinschießt, sondern einfach so ein bisschen verweist auf Zeug, was man im Internet aufgeschnappt hat. Oh, die Satanisten und die Kindesmissbraucher hier und da und so. Einfach so schnell 10, 15 Minuten Video hinrotzen oder irgendeine Sensation behaupten, für die es keine Anzeichen gibt, ja, und dann irgendwie Klicks generieren. Aber das bringt uns alle nicht weiter. Es gibt jetzt in dem Fall Lüchte gibt es halt ein paar Szenarien, auf die wir uns halt hauptsächlich fokussieren. Das eine Szenario, was uns jetzt halt irgendwie dann vor die Nase gehalten wird und von den Massenmedien halt gepusht wird, das eine Szenario ist halt einfach das Versagen in Kette. Ja, so ähnlich wie vor 9-11 oder wie in anderen Dingen oder Fall Anis Amri. Ja, wir hatten den doch auf dem Schirm und wir hatten dann doch Agenten in dessen oder V-Personen in dessen Nähe. Anis Amri, dieser Weihnachtsmarktterrorist und oh shit, sein Kumpel war ein Agent und der wurde von den deutschen Behörden dann auch geschützt und irgendwie die Amerikaner können noch mit drin stecken und oh shit, der Bekannte von Anis Amri, der ein Agent war, der war dann bei dem Nizza-Anschlag in Frankreich, auch irgendwie in Frankreich und ab einem gewissen Punkt ist es halt nicht mehr überzeugend zu sagen, es war eine Verkettung von dummen Zufällen und Inkompetenz. Es kann natürlich sein, dass es, mag ich jetzt nicht ausschließen, dass einfach die Politik oder Beamte ganz weit oben, dass die jetzt halt einfach dann die Polizei kaputt gespart hatten und dass sie dann einfach, dass halt die Order von oben kam, wir müssen mit wenig Personal auskommen, wir müssen jetzt nur die allerwichtigsten Sachen machen und für mehr ist kein Geld da und wir können jetzt nicht irgendwie jeden Pädo da draußen irgendwie einfangen, weil es überlastet uns und das überlastet die Gerichte und blablabla bla, bla, und schiebt diese Fälle einfach ans Jugendamt. Also vielleicht gab es dann einfach so diese Order von oben, von dieser furchtbaren Politik, dass dann einfach die Polizei kaputt gespart wird und die Politiker bekommen dann vielleicht von noch weiter oben ihre Befehle und wissen auch nicht unbedingt warum. Oder ahnen vielleicht warum oder wissen teilweise warum, was da vielleicht noch für finstere Absichten dahinter stecken. Weil Pädophilie ist so ein Riesenproblem und also wirklich auch Missbrauch in Deutschland ist so ein Riesenproblem. Und die Dunkelziffern sind absolut astronomisch. Es ist ein Riesenproblem, das unser Land destabilisiert und es führt halt eben zu einem exponentiellen Wachstum an weiteren Problemen. Und wenn man diese Problematik richtig angeht und richtig professionell und vehement angeht, dann hat man auch unglaubliche Chancen, um was zu verbessern. Also es ist ein Riesenpotenzial für Verbesserungen in diesem Land, wenn wir alle hier kompetenter rangehen und die Täter aufspüren, die Netzwerke aufspüren. Vor allem auch in der Politik. Ne? Also das kann schon sein. Unwahrscheinlich, aber es ist immer noch möglich, dass dann einfach dann gesagt wurde, ey,
bearbeitet euer Pensum, alles andere hat euch nicht zu interessieren. Und dann hat man irgendwie so einen Polizei-Azubi angesetzt, irgendwie eine riesige Kiste mit beschlagnahmten Datenträgern zu sichten. Und der hat sich dann irgendwie 5 Stunden, heißt es in der Presse, 5 Stunden Zeit genommen, um dieses Zig-Material auszuwerten. Also... Und vielleicht werden die Beamten jetzt einfach, weil sie halt eben wissen, ihr Beamtenstatus steht auf dem Spiel und das ist ein größeres System, dem sie angehören. Das heißt, der eine oder andere Beamte wird jetzt halt dann irgendwie vielleicht so ein Verfahren am Hals haben oder ein längerer noch ein Verfahren am Hals haben, Strafvereitelung im Amt. Und dann wird es halt heißen, wahrscheinlich, dass es halt unterbesetzt war und es wurde halt geschlammt und dann kriegt jemand halt eine Rüge und ein bisschen Geldstrafe vielleicht, aber bleibt dann Beamter, ja, solange die irgendwie dicht halten und nicht richtig auspacken, dass halt vielleicht einfach von oben die Order kam, naja, es wird eh alles kaputt gespart, also ist jetzt nicht auszuschließen. Zum derzeitigen Zeitpunkt. Unwahrscheinlich. Die Szenarien, die uns natürlich jetzt mehr interessieren, sind einerseits das Szenario, dass es dann einen einflussreichen Ring gab, also dass halt dann also die Befürchtung oder die Vermutung, der Verdacht, dass halt eben dann Polizisten vielleicht mit drin waren und dass Leute vom Jugendamt mit drin waren in diesem Missbraucherring und dass vielleicht sogar noch Leute aus der Politik mit drin waren, etc., etc. Und das ist eine große Befürchtung. Das ist ein mögliches Szenario. Ja, also Polizisten, die da mit drin hängen, schaffen Beweismaterial weg und blockieren Ermittlungen. Sowas gab es ja jahrzehntelang oder Ewigkeit in Großbritannien. Ja, also das heißt, die wichtigen Polizisten oder Scotland Yard, die waren alle Freimaurer. Und dann, wenn dann irgendwie Anschuldigungen kamen von wegen, ja, irgendwie Jimmy Savile hätte da Kinder angefasst oder Edward Heath hatte angeblich Kinder aufgegabelt, Jungs aufgegabelt und so. Und dann haben die Behörden oder haben die Polizisten alle natürlich dann brave Freimaurer, ja, haben dann die Ermittlungen unter den Tisch fallen lassen, haben dann die Opfer bedroht oder die Opfer bedroht und halt die Leute bedroht, die Aussagen. Also das ist ein Szenario. Und es gibt Abstufungen. Es kann ein Ring gewesen sein, vielleicht mit 10, 20 Leuten oder 30 Leuten und das kann vielleicht nicht höher gehen als gewöhnliche Polizeibeamte und gewöhnliche Jugendamtsmitarbeiter. Ja, also es muss nicht immer die absolute Monster-über-Super-Verschwörung sein. Es gibt nämlich einiges an dem Fall, das sehr amateurhaft wirkt. Also jetzt nicht unbedingt so professionell, wie man es erwarten würde von einem richtig krassen Ring. Vielleicht wurden die Hauptverdächtigen, falls sie denn schuldig sind oder wie auch immer, vielleicht waren bestimmte Personen einfach nur irgendwann nachlässig, vielleicht waren sie arrogant, vielleicht dachten sie, sie haben so viel Abschirmung und so viel Schutz, dass sie halt irgendwann einfach schlampen können. Ja, wie der eine Vater ja gesagt hat, der Typ war total auffällig, der Tatverdächtige und der war nicht subtil und so, nicht unbedingt clever, aber das war dem vielleicht scheißegal. Vielleicht fühlte er sich zu sicher. Und dann gibt es noch ein Szenario, das man hier definitiv betrachten muss, nämlich vielleicht gab es da wichtige V-Personen in der pädophilen Szene. Wichtige V-Personen, also Informanten, ja, Agenten, wie auch immer. Vielleicht gab es da V-Personen in der Pädoszene und diese V-Personen wurden vielleicht geschützt. Vielleicht wurden deswegen da Ermittlungen verschleppt oder verzögert und so weiter und so fort. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Szenario. Ja, also es muss nicht unbedingt immer bedeuten, dass da unbedingt jetzt gleich diese Massen-Riesen-Monster-Verschwörung da ist, wo jeder Beamte da irgendwie drinstecken soll, sondern vielleicht wurden da einfach größere Operationen, größere Ermittlungen abgeschirmt. Vielleicht wurden kleine Fische kultiviert, um die größeren zu fangen. Gab's doch immer wieder, gibt's doch immer wieder, das verhält sich nicht anders als jetzt in der Nazi-Szene oder in der Islamisten-Szene oder generell im organisierten Verbrechen. Kleine Fische kultivieren, um größere zu fangen, ja. Und manche Polizisten, die würden sowas kategorisch ausschließen, mit Pädos irgendwie zusammenzuarbeiten als Informanten. Andere Polizisten, die werden da weich, wenn sie denken, ja, du kultivierst einen so einen Pädo und schnappst dadurch 10 oder 20 weitere.
ganz, ganz heftige, komplizierte Sache. Und da kann natürlich dann auch wieder, weil es halt eben so geheim abläuft, viel Missbrauchs-, also gibt es halt auch viel Manipulationspotenzial. Das heißt, wer weiß, was da alles wirklich geschützt wird, was für Strukturen, und den Polizisten, die da immer wieder mal rankommen, den Polizisten sagt man dann von weiter oben einfach, ja, ja, wir wissen das schon, wir haben mehr Informationen als ihr normale Beamte, wir sind da dran und wir müssen da an die ganz großen Fische ran und ihr dürft uns da, also ihr normalen Polizisten dürft uns da nicht in die Quere kommen, sonst kriegen wir nicht die großen Fische. Also auch mit dieser Masche kannst du letztendlich dann alle möglichen krassen, richtig großen Verschwörungen abschirmen. Also jetzt hören wir halt eben dann so die Details, die dann langsam irgendwie an die Öffentlichkeit dringen. Zahl der Beschuldigten ist jetzt von 6 auf 7 gestiegen. Man hat jetzt diesen blöden, gammeligen Wohnwagen noch einmal durchsucht und fand magischerweise noch mal irgendwie so einen USB-Stick in der Sofafalte oder in der Polsterfalte. Oder man fand dann irgendwie noch mehr Datenträger, die man das erste Mal nicht gefunden hat, in diesem kleinen Wohnwagen. Also ältere Verdachtsfälle auf dem Campingplatz werden jetzt neu aufgerollt. Warnungen von Bevölkerung, also Warnungen aus der Bevölkerung wurden gemeldet. Man muss jetzt aufgedröselt werden vom Sonderermittler. Ja, warum, was gab, wie viele Fälle gab es jetzt dann, also wie viele Warnungen? Und wie ist das dann verlaufen? Welche Polizisten haben dann die Informationen und die Warnungen bekommen? Was haben die in der Information angestellt? Und der Asservatenraum war meistens offen, also da liegen dann, da liegen da meistens immer Drogen drin und Schusswaffen und halt irgendwie Kinderpornos und da ist die Tür offen und es wird anscheinend nicht so unbedingt gut gelockt, wer da alles rein und raus geht. Das heißt, im Endeffekt, da hast du dann mehr oder minder so eine Art Partyraum, wo sich dann ein krummer Polizist da bedienen kann, ja. Also irgendwie ein krummer Polizist, jetzt rein theoretisch, ja, rein hypothetisch, ein krummer Polizist hat jetzt Bock auf Kinderpornos, Koks und holt sich da nochmal die eine oder andere nicht registrierte illegale Schusswaffe. Geht einfach in die Asservatenkammer und holt sich das dann. Es wurden immer wieder auch mal Polizisten erwischt, wie sie dann Drogen aus der Asservatenkammer verkaufen, Schusswaffen aus der Asservatenkammer verkaufen, wahrscheinlich auch Kinderpornos aus der Asservatenkammer verkaufen. Aber selbst bei solchen dreckigen Cops frage ich mich immer, sind diese Cops Undercover-Agenten auch und knüpfen diese, spionieren diese Cops dann, diese Polizisten in irgendeinem Milieu? Weil wenn du die Pädo-Szene infiltrieren willst oder die Nazi-Szene oder die Prepper-Szene, wenn du irgendeine Szene infiltrieren willst, dann musst du der Szene auch irgendwas bieten als Undercover-Agent oder als Informant. Also Waffen, Ausbildung, Drogen, Kinderpornos und weiß der Geier was. Und diese Dimension muss man eben dann auch hier betrachten. Also selbst wenn man jetzt irgendwie belastendes Material findet über den einen oder anderen Polizisten, heißt es noch lange nicht, dass diese Polizisten jetzt aus schlechter Absicht gehandelt haben. Ja? Aus schlechter Absicht heraus. Vielleicht dachten diese Polizisten, sie machen da einfach nur ihren Job. Ja? Sie spielen den krummen Polizisten, sie gewinnen das Vertrauen von Pädos oder von irgendwelchen anderen Gruppierungen und sie bieten den Pädos halt eben dann nicht nur neue Kinderpornos, sondern sie bieten den Pädos dann auch Schutz vor Ermittlungen und wollen aber dann auch subtil halt eben auch was zurückhaben, ja, von den Pädos. Also mehr Informationen, dann werden Strukturen aufgebaut und man will dann mehr Namen und Leute rankommen und so. Ich meine, das Einfachste wäre ja, dass Behörden, ich meine, ich erzähle jetzt sicherlich nichts, was man sich nicht total leicht zusammenreimen kann, ja, also sorry, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, aber it is what it is, wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde oder eine Abteilung von einem Geheimdienst oder von einer Sonderabteilung von der Polizei, es kann natürlich dann, ist natürlich das Einfachste auf der Welt, wenn, Behördenleute halt Kinderpornodateien, Bilder, Videos, und die Behörden haben ja sowieso Sammlungen. Also meistens haben die Behörden sogar komplette Sammlungen. Die wissen, die haben quasi alles, was in den letzten 10, 20 Jahren im Internet rumging. Die haben alles und die können auch sehr schnell erkennen, wenn da neues Material zirkuliert in der Pädoszene, und wissen dann sofort, ah, das ist neu.
Ich habe mal einen ewig langen Artikel gelesen über Ermittler, wo es dann halt eben dann hieß, ja, wir haben da so einen Spezialermittler, der arbeitet schon so lange in dem Bereich, der ist besser als die Datenbanken, als die elektronischen Algorithmen. Das heißt, wenn da ein Material irgendwie zirkuliert, also scheinbar neues Material zirkuliert und die Behörde feststellen muss, ist das neu, ist das jetzt ein neues Opfer, irgendwie ein neues Kind, was da missbraucht wird, dann lässt man das auf die Datenbank rattern und die Datenbank schaut dann, ob das Material alt ist. Aber sie sagen, dieser eine Ermittler ist besser als die Datenbank. Der hat so ein Gedächtnis und hat schon anscheinend so viele Sachen und Kinder identifiziert oder halt eben dann zu Ermittlungen beigetragen. Der kann sofort eigentlich sagen, ob das Material neu ist oder nicht. Und dann wäre es im nächsten Schritt natürlich das Einfachste auf der Welt, wenn man, wenn Behördenleute Kinderpornodateien. Also ich glaube nicht, dass sie das dürfen in Deutschland. Ich spreche jetzt hier nicht über Deutschland, sondern generell die Welt und was einfach machbar ist. Ja. In Deutschland dürfen sie es, glaube ich, nicht offiziell. Aber es wäre das Einfachste auf der Welt, dass einfach ein Geheimdienst oder ein Sonderermittler, dass die einfach die Kinderpornodateien hernehmen, die dann verseuchen mit den neuesten Viren, Rootkits und weiß der Geier, was da, X-Key-Score und diese ganzen Spionagetools. Man verseucht diese Dateien und bringt mit Viren und bringt diese Dateien dann wieder in Umlauf.